Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ich stelle hier mal noch mal ein paar gebrannte Pilze her, pack den Rest. Wir haben. Na gut. Komm, wir packen einfach mal hier das. Alles, was geht, noch mal hier rüber. Viele dieser Sachen werde ich in der Kirche einlagern. Denn wir gehen jetzt ja erstmal zum guten Schlange. Denn der müsste uns eigentlich wieder im Verkauf. Das Eimer Honig kann ich auch weglassen. Können wir einmal so einen Stack Honig nehmen. Und irgendwo müsste ich jetzt aber noch Lebenselixiere haben. Heiltränke, genau. Dann nehmen wir die alle mit. Denn wenn wir ins Verlies dürfen, dann kann es sein, dass mir ganz schnell wieder schlecht geht. Aber so habe ich auf jeden Fall genug dabei, um mich zu heilen und um Energie wiederherzustellen. Ich will gar nicht wissen, wie gefährlich der untere Teil des Verlieses wird. Ja, da kommen so Fledermausflügel rein, das Bienenwachs kommt hier rein. Und ich wollte auch bessere Kirchenbänke herstellen, so dass das und das kommt hier erstmal rein. Ich gehe einmal ganz kurz nach oben gucken. Zum einen, vielleicht will jemand beichten. Nein. Aber wir könnten gucken, was genau ich für diese gepolsterten Kirchen... 6 Stück. Ich hätte 6 kaufen sollen. Die gepolsterte Kirchenbank. Da wird 2 Stück. Ach du je. Okay, das muss ich mir mal ganz kurz aufschreiben. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Seide kaufen. Ich habe 4 Stück, glaube ich, gekauft. Das heißt, ich kann gerade mal 2 Bänke besser machen. Ist aber okay, die vorderen 2 Bänke wären das. Das heißt, ich brauche da jeweils... Na? 8 Holzplanken? 8 mal Holzplanke und... Ja, da steht nicht, dass ich es herstellen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nur nicht dran steht, weil ich das Gerät noch nicht habe oder ob ich es allgemein kaufen muss. Und 4 mal Holzkonstruktion. An der Werkbank für Holz 2. Beides kann ich da herstellen, oder? Ja, geht beides da. Und natürlich 2 mal Seide. Und ich habe insgesamt, theoretisch, wenn ich danach gucken möchte, hätte ich 6 Kirchenbänke. Das heißt, ich bräuchte insgesamt 12 mal Seide, was verdammt teuer werden würde. Insbesondere, weil wir ja neulich jetzt erst was gekauft haben davon. Wie sieht mein Inventar aus? Habe ich alles Wichtige drin und alles Unwichtige rausgetan? Nein, die Trauben habe ich noch. Die Trauben und den Wein habe ich noch. Die tue ich jetzt schnell hier rein. So, Trauben und Wein. Und dann gehen wir zur Schlange. Er hatte noch eine Aufgabe für uns, hat er gesagt. Ich habe Angst, was das sein wird. Okay. Hey, Schlange. Wegen dieser Halskette, wegen dem Ritual über das diese letzte Aufgabe. Fragen wir erstmal nochmal hier. Okay, das geht nicht mehr. Wegen dem Ritual geht auch nicht mehr. Wird diese letzte Aufgabe. Was wird meine letzte Aufgabe sein? Jetzt, da wir das Jägermedaillon besitzen, sehe ich alles ganz klar. Es ist unser Schicksal. Verstehst du? Damit kannst du das Tor zur 11. Kerkerebene öffnen. Geh noch tiefer hinein und bring mir einen goldenen Apfel. Ich hab den schon mal... Mit seiner Hilfe werde ich die letzte Zutat bekommen. Okay. Der goldene Apfel, den konnten wir, glaube ich, auch bei Kloto kaufen. Den konnten wir bei... Warte mal. Okay, ich muss erstmal auf 10 wieder. Den konnten wir theoretisch bei Kloto kaufen. Der war wahnsinnig teuer. So. Ich ändere mal wieder kurz meine Handhaltung. Normalerweise... Malweise bewege ich mich mit WASD im Kerker, switche ich tatsächlich um auf Laufen mit den Pfeiltasten, damit ich mit der Leertaste angreifen kann. Bin ich überhaupt richtig? Ich habe den Weg leider vergessen, den wir nehmen mussten, um zum nächsten Portal zu kommen. Aber ich glaube, das war hier rüber. War das hier? Oder war das woanders? Das... Nee, warte, das könnte hier gewesen sein. Zum Glück spawnen die Gegner nicht nach. Das heißt aber auch, von manchen Sachen haben wir eventuell nur begrenzte Ressourcen. So, hier können wir jetzt tiefer gehen. Es geht auf Ebene 11. Ich habe ein bisschen Angst. Die Gegner... Also wir haben jetzt ein viel, viel besseres Schwert und wir haben eine ziemlich gute Rüstung. Aber mir ist trotzdem nicht ganz wohl bei der Sache. Oh Gott, was ist das denn für ein Vieh?
Okay. Au. Der, okay, hat uns keinen Schaden gemacht, das ist gut, aber so wirklich wohl fühle ich mich auch nicht. Oh, da können wir wieder was abbauen. Da kommen wieder so Feuermäuschen. Aua. Okay, wir machen definitiv mehr Schaden. Ich glaube, wenn wir nicht mehr Schaden machen würden, dann wäre es auch echt schlecht. Was habe ich da gesammelt? Irgendwelche Golden-Silber-Nugget. Sehr schön. Ich mache hier mal wieder alles kaputt. Das kann ich besonders gut. Oh nein, ich habe jetzt schon wieder kein... Echt jetzt? Ich hätte die... Ich hätte was zu Hause lassen sollen. Okay, ich gehe erstmal nochmal... Wisst ihr was? Ihr könnt es doch einfach schieben hier. Kann ich es wenigstens, dass ich nicht mehr ganz so weit nach draußen, nach unten laufen muss, dann könnte ich das... Das ist ja kein Problem. Wir sind noch ganz am Anfang unseres... Ja, geht das bitte hier mal? Ich will das hier bitte schieben. Dankeschön. So, wir müssen auf jeden Fall bis hierhin zurück. Das heißt, ich kann das erstmal da lassen und dann gehe ich in die Kirche und ich lege unsere Pilze weg. Dann essen wir einfach Honig. So. Das kann ja nicht sein, dass wir das hier so machen. Ich könnte mich auch kurz schlafen legen, dann wäre unsere Gesundheit wieder aufgefüllt. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal kurz unser Inventar leeren und dann dafür sorgen, dass wir ganz wenig nur dabei haben. So, ich würde hier gerne schon mal lassen, die... Ich weiß gar nicht, was alles. Sind die blutigen Nägel, die sind bestimmt hier... Ne, sind nicht hier drin, aber tun wir jetzt einfach da rein. Und alles, was wir gleich noch irgendwo anders hin tun müssten, das ist nichts. Das werden wir oben in die Kiste tun. Das. Das Jägermedaillon würde ich mitnehmen für den Fall, dass wir es irgendwie noch brauchen. Hier kommen unsere... Nein. Hier kommen unsere Fledermausflügelchen rein. Und wie gesagt, diese ganzen anderen Sachen würde ich jetzt... Oh, ist hier gerade ein knatterndes Moped vorbeigefahren. Oh Gott, muss das eine Dreckschleuder sein, so wie die gerade geklungen hat. Furchtbar. Also das war jetzt echt richtig laut. So, und die tun wir auch hier rein. Ich glaube, 60 Honig reichen. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch einmal ganz, ganz kurz schlafen. Es wäre einfach sonst so verschwendet für den Heiltrank. Und wir sind ja gleich hier. Das dauert nur einen ganz kleinen Moment. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder hier die Pilze. Nein! Okay, wir machen es anders. Hier, mach nochmal Pilze. Und jetzt kann ich die hier nämlich rüber tun. So. Und jetzt legen wir uns ganz kurz schlafen. Für die Gesundheit. Dauert ja nicht lange. So, schon sind wir fertig. Die paar Sekündchen. Und jetzt müsste ich eigentlich... Ich habe Heiltränke dabei, ich habe Energie dabei. Mehr brauche ich nicht. Die 60 Honig reichen locker, die Lebenstränke hoffentlich auch, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle. Denn ich würde tatsächlich eben ganz gerne durch diese Ebene durchkommen. Dann muss ich mir auch nicht mehr viele Gedanken machen über irgendwelche Planken, die ich brauche. Ebene 11, der goldene Apfel ist bestimmt auf der untersten Ebene. Falls wir ihn so einfach finden und nicht nur irgendwas anderes finden, das, was uns dann sagt, ja, den kannst du bei Kloto kaufen. Nö, jetzt sind unsere Sachen weg. Mist. Warte, ich muss nochmal hier runterlaufen. Nicht, dass ich die hier irgendwie vergessen habe. Aber die Bretter sind gedespawnt, dafür stand oben wieder dieser komische Stuhl. Nee. Okay, merke, das hatte ich nicht bedacht. Wenn wir rausgehen und wieder rein, dann resetten manche Dinge. Ich gehe erstmal hier... Okay, der ist schleimig. So. Da ist wieder so ein komisches Viech. Wir haben ein bisschen Schaden genommen, aber nicht so viel. Können wir nichts kaputt machen.
Ich möchte natürlich eigentlich so wenig Schaden wie möglich nehmen. Jetzt durchsuchen wir erstmal den Schrank. Ist da was drin? Nein. Sieht nicht so aus. Dann können wir hier erstmal wieder was zerlegen. Für die Bretter, für die Teile. Für meinen Seelenfrieden, damit wir keinen Loot liegen lassen. Es könnte sein, dass wir sowieso mittendrin mal... Da ist wieder so ein Steinfuzzi. Die ging jetzt... Der ging jetzt erstaunlich leicht eigentlich weg, oder? Aber irgendwas von den Fliegen hat uns auf jeden Fall erwischt. Und wir können schon wieder nichts mitnehmen. Toll! Okay, lass mal ins Inventar gucken. Was lasse ich am ehesten liegen? Ich will eigentlich gar nichts liegen lassen. Wir nehmen auf jeden Fall wieder einen Trank. Ich lasse mal die Keramikschüsseln hier liegen. Und dann gehen wir aber... Mein Inventar ist einfach zu klein. Ernsthaft, das ist einfach viel zu klein. Was soll ich denn noch lassen? Ich hatte doch vom Anfang an sowieso nur 3 Plätze belegt. Und jetzt sind wir wegen diesem blöden Staubzeug schon wieder voll. Und ich muss schon wieder nach draußen gehen. Wie soll das denn enden? Wenigstens den einen Weg an der Seite habe ich schon. Oh, da bin ich falsch gelaufen. Ah, da bin ich aber sowas von falsch gelaufen. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Oh Gott, Entschuldigung. Nein. Bleib du mal schön von mir weg. Da wollte ich gar nicht hin. Oh Mann, ich dachte, das wäre schon der Weg nach draußen. Oh Mann. Ja, einmal nach Pause, Inventar leeren. Hier kann ich keine Kiste aufstellen, oder? Nein, hier kann ich keine Kiste aufstellen. Es würde mich übrigens nicht wundern, wenn ich irgendwann die ganzen Sachen hier wieder abreißen müsste, weil wir die Kirche ausbauen und dann irgendjemand den Keller braucht für irgendwas. Oder weil wir Beweise vernichten müssen, dass wir mit Schlange irgendwie zusammengearbeitet haben. Das ist das Falsche. Das hier ist unser richtiger Schrank. Na gut, zack, 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 tipp, 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 tipp. Und das ganze Zeug hier muss jetzt wieder weg. Das ist so traurig eigentlich. Warte, erstmal gehen wir hier dran, an die Kiste. Metallschrott, Bretter, Samen, ein bisschen Graphit, ein bisschen davon. Die anderen Sachen kommen tatsächlich hier unten rein, die... Aus Spinnenweben könnte man vielleicht auch irgendwann Seide herstellen. Also, wäre denkbar, denke ich mal. So. Soll ich jetzt nochmal Honig weglassen, dass wir den jetzt nicht mitnehmen? Aber das ist doch eigentlich auch doof. Wisst ihr was? Ich lege mich nochmal schlafen. Das ist mir jetzt zu blöd, wenn ich da unsere ganzen Heiltränke und Sachen verschwende. Aber ich könnte tatsächlich nochmal Honig 30 Stück weglassen. Wo war denn der Honig drin? Der war hier, oder? Ja. Okay, dann auf nochmal 30 Honig weg. Ich weiß halt nicht, ob wir das Jägeramulett nicht brauchen und ob es nicht sinnvoller wäre, das Jägeramulett dann zu Hause zu lassen. Dann haben wir noch 2 Plätze belegt. Es sollte eigentlich länger vorhalten, aber naja. So, wieder ausgeschlafen. Man, dieses Gestückle in dem Dungeon, das ist ein bisschen hoppala falsch. Sonst sehe ich nur wieder Pilze, die ich sammeln will. Es ist das Weibchen, der Weibchenzeichentag. Oder war. Ist ja schon wieder vorbei. Ich lasse mal das Jägeramulett hier. Ich hoffe, wir brauchen das dann nicht auf jeder einzelnen Ebene. Aber momentan ist es ja erstmal, müssen wir ja sowieso erstmal durch die Ebenen durchkommen. Und alles absuchen und abklappern. Und das dauert gerade echt. Also, ja, nee. Ich mag es, dass wir so viel sammeln können, aber es ist halt schon schade, dass unser Inventar... Ich müsste mal gucken, ob unser Inventar irgendwie größer werden kann. Und wenn ja, dann tun wir das. Wenn ich rausfinde, wie, dann machen wir unser Inventar. Da war ich schon, da muss ich nicht mehr hin. Ich bin da drüben nach unten gelaufen. Immerhin gehe ich logisch vor. Ich gehe erst nach unten immer und dann gehen wir nach oben weiter.
Sonst würde ich mich ja vermutlich haltlos verlaufen. So. Hier war ich schon. Da habe ich schon die ganzen Sachen gesammelt. Und dann müsste ich... Hier konnte ich, glaube ich, nicht weiter sammeln. Und dann müsste ich jetzt hier nach unten eben weitergehen. Okay. Und hier wäre theoretisch schon der Ausgang. Nichts weiter. Dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Montag brauchen wir auch nicht. Den Astrologen brauchen wir diesmal nicht. Okay, da sind Fledermäuschen. Da ist noch eine Spinne. Au, oh, hey. Kleines Mistvieh. Na, na, na. Ich darf auch gleich noch... Ja, ich darf gleich noch mal... noch mal Heiltränke nehmen. Da ist das Schleimchen. Aber das Viech kriege ich noch weg. Aua. Und hier die Sachen hoffentlich auch noch. Wie viel Platz habe ich noch? Okay, ein bisschen Platz habe ich noch. Das ist gut. Und ja, ein bisschen Honig sollte ich auch wieder nehmen. Damit sind wir unten fertig. Und unten ist auch der Ausgang. Jetzt könnte ich entweder nochmal nach oben gehen und nochmal schnell mein Inventar leeren. Das würde sich, glaube ich, fast lohnen. Damit ich nicht versehentlich wieder keinen Platz habe, wenn wir nach oben durchlaufen. Denn hier... Nee, hier war es noch nicht. Hier ging es gar nicht weiter. Hier, beziehungsweise hier ging es nur nach unten weiter. Ja, hier ging es nur nach unten weiter. Jetzt den Weg hoch und dann nach links. Und dann lege ich nochmal ein paar Sachen ab. Nur für den Fall, weil ich einfach nichts liegen lassen möchte. Wer weiß, wie sehr ich mich sonst ärgern muss. Hier nach oben und dann nach links. Das war nämlich jetzt der Weg. Und hier dann wieder nach oben. Und dann komme ich tatsächlich raus. Und ich weiß, es nervt total, dass ich hier... Diesmal gehe ich auch nicht schlafen zwischendurch. Diesmal gehe ich einfach nur schnell ein paar Sachen in die Kiste legen. Und wenn ich hier eine aufstellen könnte, würde ich das tun. Aber das kann ich, glaube ich, nicht. Es zieht sich halt ein bisschen. Aber ganz ehrlich, lieber das jetzt. Wer weiß, was da noch für Fliegen kommen und was ich dann wieder für Sachen einsammeln muss. So, gucken wir doch mal. Tack, 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 tack. Nee, du nicht. Du nicht. Und ich meine, letztlich geht Ausräumen ja vergleichsweise schnell. Warte, es ging, glaube ich, auch so. Genau. Die Fledermaus-Dinger nicht. Die kommen tatsächlich hier drüben rein. Oh, aber der Schleim kommt da rein. Dann packen wir hier nochmal die anderen Sachen rein, die ich nachher unbedingt... Okay, die Zwiebelsamen müssen hier bleiben erstmal. Aber das macht nichts. So, jetzt gehen wir nochmal da rein. Und clearen diese Ebene vollends. Danach können wir uns schlafen legen und dann... Oh Gott sei Dank. Was war denn das gerade eben für ein Hänger? Ich dachte gerade schon, das Spiel stürzt ab. Dann hätte ich aber geschrien. Dann wäre nämlich die ganze Aufnahme vermutlich weg gewesen. Oh Gott, das war eben echt... Also das ist manchmal so ein ganz kleinen Leckert, hatten wir ja schon öfter, ständig eigentlich. So einen kleinen Ruckler drin, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Aber das ist so unglaublich hängt, dass... So, hier bin ich ja einmal schon mal versehentlich hochgelaufen. Und es ist auch der letzte Weg, der uns noch fehlt. Und da ist noch so ein Schleim und ein Assassine. Ja, komm her, du. Asse haben wir. Den Schleim haben wir. Das Vieh haben wir auch. Das ist tatsächlich der letzte Raum. Dankeschön. Aber wir können hier Edelsteine abbauen. Es wäre so schade gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. So, zwei Diamanten. Vier sogar. Wow. Gut, dann haben wir das jetzt. Dann gehen wir jetzt wieder nach unten, bis wir bei dem Portal sind, dass wir auf die nächste Ebene können. Das müsste einfach nur hier runter sein, oder? Ja, das müsste einfach nur hier runter gehen.
Und dann gehen wir von 12 aus erstmal wieder raus, legen uns schlafen, räumen unser Inventar aus, sortieren unsere Sachen ein. Ihr wisst schon, das ganze Übliche halt. Oh, das wird witzig werden. Und mit witzig meine ich anstrengend. So, und wieder raus, bitte. Also mit witzig meine ich tatsächlich anstrengend. Wenn wir jedes Mal so viel hin und her laufen müssen, wegen unserem Inventar, das wird die Hölle werden. So, können wir wieder das hier machen. Ich hätte ein paar Schleimstücke gefunden und ein bisschen Nägelchen und davon was. Und natürlich auch Fledermaus. Wo habe ich denn die facettenreichen Diamanten? Die habe ich irgendwo draußen gelagert, oder? Ich glaube es zumindest. So, wir können den Honig wieder mitnehmen, unsere Pilze und allgemein hier die ganzen Sachen eigentlich. Das nicht, aber die Planken, die Samen und die Silbernuggets. Das Zeug lassen wir ansonsten hier drin. Und ich kann die Heiltränke eigentlich gleich hier lassen. Genau. Gut, dann haben wir jetzt erstmal alles. Ich habe nicht Zwiebel, Linsen, Gott sei Dank. Das wäre jetzt für mich persönlich, für meinen kleinen, meinen kleinen Zwang, dass ich Sachen sortieren muss, wäre es jetzt ganz schlimm gewesen, wenn da Trauben gewesen wären und ich jetzt plötzlich nochmal einmal mehr Trauben hätte anbauen können. Das wäre furchtbar gewesen. Was habe ich hier alles? Ja. Erstmal ausräumen und dann weiter gucken. Wo habe ich die Diamanten drin gehabt? Die waren nicht hier, die waren bestimmt hier. Bei den kostbareren Sachen. Zumindest tue ich sie jetzt da rein. Facettenreicher Diamant. Die Samen kommen unten rein. Das Graphitzeug kommt auch hier rein. Und in unsere dritte wunderschöne Kiste kommt das hier. Ach nee, warte. Nägel brauche ich nur einmal. Das kommt hier rein. Da weiß ich nicht, welche Kiste, aber auf jeden Fall schaue ich, dass ich, wenn ich wieder hoch zu den Bienen gehe, 5, und wir müssen jetzt 8 Bienen, glaube ich, haben, dann könnt mir da den Rest. So, das war's, glaube ich. Jawohl. Die Seide hätte ich auch nicht mitnehmen müssen. Und ich werde, glaube ich, soll ich mich erstmal schlafen legen oder sollen wir erst versuchen, Kirchenbänke zu machen? Wobei, ich glaube, ich lasse das... Wobei, nein, warte mal, wenn wir die Kirchenbänke machen könnten, das wäre ja viel besser. Dann hätte ich ja schon fürs nächste Mal einfach mehr Punkte in der Kirche. 8 Holzplanken. Wie viele Holzplanken habe ich noch? Also ich brauche insgesamt 16 Holzplanken, um genau zu sein. Ich habe gar keine mehr. Okay, das kriegen wir aber hin. 16 Holzplanken. So, das haben wir. Da haben wir auf jeden Fall genug. Dann stellen wir auf den nächsten Tag dann direkt die besseren Bänke auf. Und ich sollte aber die Pilze noch ernten. Und Holzkonstruktion brauche ich auch noch. Dieses andere Zeug. Ich gehe erstmal ganz kurz Pilze sammeln, bevor ich hier weitermache. Ich muss. Ihr kennt es ja, der Zwang. Die Pilze wollen einfach geerntet werden. Dann gehen wir auch noch Honig sammeln, aber nicht mehr heute, nicht mehr jetzt. Jetzt gehe ich nur noch schnell unten die Pilze sammeln, die 3 Stück. Dann werde ich Holzkonstrukte bauen. Ach so, ich bin so doof. Ich gucke mir gerade die ganze Zeit unser Leben an und esse deswegen Pilze, aber es hat ja trotzdem, ja, also trotzdem Sinn ergeben. So, jetzt kann ich den Rest machen. Jetzt habe ich 22. Ja. Holz. Werkbank für Holz. Das ist das. Das bist du, theoretisch. Jawohl, das ist die Werkbank für Holz. Da muss ich jetzt herstellen. Hier, Holzkonstruktion. Und zwar 8 Stück. Dafür reicht es, glaube ich, nicht. Nein. Ich brauche noch Nägel und komplexe Metallteile. Die kann ich aber herstellen. Nägel. Und komplexe Eisenstücke. Bitteschön. Und jetzt davon 8 Stück. Immer noch zu wenig. Ich brauche nochmal 4. Okay, bitteschön. Kriegen wir alles hin? Ich bin jetzt entschlossen, meine Kirchenbänke noch aufzustellen, bevor die Leute kommen. So,
8 Stück. Okay, das könnte knapp werden. Das könnte eine. Ja, das dauert nämlich eine Weile und frisst ziemlich viel Zeit und Energie. Ich muss mich nur danach kurz hinlegen, damit wir ein bisschen Schlaf abbekommen. Vielleicht einfach, um unser Leben zu heilen. Ich weiß nicht, ob die Gemeinde unbedingt einen angeschlagenen Pfarrer sehen möchte. Und dann werden... Ja, und jetzt werde ich müde. Das heißt, wir brauchen auch noch mehr Energie. Aber das mache ich jetzt trotzdem fertig. Ich habe so viel von dem Zeug hier. Einmal geht noch. Ja, da steht er schon mit offenen Augen an. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ja, ja, ich lege mich schon einmal ins Bett. So. Sehr, sehr schön. Perfekt. Unser Leben braucht noch ein bisschen länger. Ja, komm, gut. Und es speichert sehr schön. Fühl mich erfrischt, das so soll es sein. Das ist schön. Jetzt gehe ich. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Bretter, das, den Stoff. Perfekt, dann kann ich. Ich frage mich gerade einfach, ob ich die. Ich muss auf jeden Fall noch Kerzen einstecken. Dann kann man das auch gleich machen. So, hier. Hier Kerzen. Und schon mal unser Gebet, das wir nachher sprechen werden. Und jetzt kümmern wir uns hier um die... Oh, oh, wie schön. Da haben wir reuige Sünder. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt bräuchte ich bitte eine... Okay, erst muss ich Sachen wegmachen. Und das hätte ich gern entfernt und das hier. Einmal weg. Ah, da hätte ich auch ein paar Sachen noch wieder bekommen. Egal. Und da machen wir jetzt weiche Kirchenbänke, auf dass die Leute da vorne auch schön zufrieden sind. So, einmal und zweimal. Die sind schon fertig. Ja, perfekt. Und unsere, jetzt kriegen wir unsere Kirche nämlich tatsächlich mit den Kerzen auf über 30. Und es würde sich lohnen, so ein, fürs nächste Mal so ein besseres Gebet herzustellen. Jetzt würde sich das lohnen. Denn es ist ja auf jeden Fall nur ein Erfolg, wenn wir eben gut genug sind. So, einmal bitte beten. Zack. Setzt euch. Vorne dürften die Plätze jetzt besonders beliebt sein, denn da ist jetzt besonders weich. Ja, unsere Kirche ist klasse, hat jetzt auch sogar gepolsterte Bänke. Haben wir da schon immer 6 bekommen? Nee, wir haben sonst immer 5 bekommen, oder? Auf jeden Fall müssten jetzt die Leute eigentlich mehr spenden. Denn wir haben jetzt hier deutlich... Also, das müsste ein deutliches Upgrade sein. Was? Wieso spenden die weniger? Wieso spenden die etwa weniger wegen der Zweiklassengesellschaft, die wir jetzt eingeführt haben? Das ist definitiv weniger als sonst. Das finde ich jetzt nicht gut. Ich werde nochmal hier gleich den Handelssegen loswerden. Das finde ich jetzt nicht gut. Normalerweise haben die da 30 liegen lassen. Wieso denn jetzt weniger? Nee. Okay, was brauche ich, um auf jeden Fall ein gutes Gebet für Reichtum herzustellen? Kommerziellen Segen, ne, Verkäufer. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ein Spendengebet. Kann ich nochmal beim Episkop, da können wir uns genauer angucken, wie die Gebete wirken. Gucken wir mal, was sich für uns persönlich mehr lohnt. Hier, bla bla bla. Predigteinnahmen plus 100% und Glaube auch plus 100%. Glaube zweimal, also nochmal 2 Silber, habe ich das richtig verstanden? Predigteinnahmen plus 25% und wir kriegen halt einmal so ein Handel, beziehungsweise zweimal so ein Handelssegen. Ich glaube, dann würde sich das Gebet nach Reichtum fast mehr lohnen für uns, oder? Nach Exzellenz, Predigteinnahmen. Ja, ich glaube, wir machen ein... Predigt Glauben. Warte mal, das ist ein Kombo-Gebet. Das wäre relativ teuer. Dann machen wir, glaube ich, das Spendengebet, denn die Predigteinnahmen sind ja doch relativ gut. Und außerdem hatten wir noch kein Spendengebet. Dann könnten wir das ja mal probieren. Ein schönes Spendengebet würde ich gerne machen. Oder das Kombo-Gebet, je nachdem. Dafür müsste ich aber tatsächlich ein goldenes Buch. Ja, das machen wir nicht. Hierfür bräuchte ich, damit es auf jeden Fall klappt, ein goldenes Kapitel.
Kapitel konnte ich die hier auch herstellen? Ja. Und damit ich ein goldenes Kapitel herstellen kann, brauche ich... Oh je. Mit Glück, aber nur mit ganz viel Glück, wenn ich goldene Notizen herstelle. Und goldene Notizen bekomme ich über Tinte und goldene Geschichten, wenn ich Glück habe. Und wir haben nicht mal Stift und Tinte. Oh, okay. Ja, vielleicht lege ich das mit dem besseren Gebet auch erstmal nochmal auf Eis. Und wir gehen jetzt unsere Bienen ernten, nicht beglücken. So, da ist es wieder weg und alles ist wieder hässlich. Warum haben die jetzt weniger gespendet, obwohl meine Kirche besser ist? Ich verstehe es nicht. Es gefällt mir nicht. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal die Bienen abernten und dann das nächste Mal... Was wollte ich dann machen? Irgendwas hatte ich doch vor. Erstmal ganz kurz eben schauen bei den NPCs. Hexenhügel, Portal... Den Wein, da muss ich noch danach gucken, aber vermutlich erst das nächste Mal auf der 15. Ebene, das war klar. Den Bauern überzeugen, dafür muss ich aber erst mit dem... Ah, das ist viel. Mit dem Inquisitor kann ich auch noch nicht sprechen. Ja, wir müssen uns jetzt langsam, aber sicher durch diese ganzen Sachen da boxen. Hier bin ich falsch, oder? Hier muss ich hoch. Und ich habe meine Bienen nicht da. Ah, ich habe die Bienen nicht dabei. Moment. Ich gehe mal schnell zurück und hole die Bienen. In der Hoffnung, dass ich dann hinterher genug Bienen habe, dass wir auch wirklich nochmal einen Bienenstock bauen können. Das wäre voll schön. So, Bienchen bitte. Wir müssen eigentlich nur noch einmal Bienen kriegen. Das sollte gehen. Also es wäre ein bisschen komisch, wenn es nicht klappen würde. Wir haben so viele Bienenstöcke und dann noch die wilden Bienendinger. Es wäre ein bisschen komisch, wenn wir es nicht schaffen. Das Glück wäre dann... Also dann hätten wir wirklich besonders viel Pech. So, jetzt sind wir schon wieder... die sind die Fledermäuse. Komm her, du kleines Mistvieh. Und du auch, genau. Zum Glück gibt es hier immer nur... Ja, achso, F, genau. Jetzt wollte ich gerade E drücken. Ja. Mit ein bisschen Glück. Ja, eine Biene immerhin schon mal. Wir brauchen nochmal eine, aber die kriegen wir. Die kriegen wir auf jeden Fall. Und dann ist eben die Frage, brauche ich dann noch einen? Das ist schon mal keins gewesen. Ich glaube, ich kann noch zwei Bienenstöcke aufstellen. Glaube ich. Das war schon mal keine Biene. Hier noch ein bisschen die Dinger ernten. Die kriegen wir bestimmt irgendwo Bienen. Ja, da haben wir sie doch schon. Da ist die Biene, die wir gebraucht haben. Und wir können gleich noch einen Bienenstock aufstellen. Wie gesagt, ich glaube, wir können sowieso nur noch zwei aufstellen. Danach weiß ich nicht, was ich mit den Bienen mache. Zum Angeln verwenden. Übrigens hat mich das sehr gefreut, auch wenn es jetzt schon ein bisschen spät ist, aber es hat mich sehr gefreut, dass ich nicht die Einzige bin, die unglaublich verwirrt darüber war, dass es mit dem Angeln einfach nicht funktioniert hat mit den Fröschen. Ich habe schon so ein bisschen gedacht, was bin ich denn für ein Depp, dass ich das einfach nicht verstehe scheinbar. Okay, das ist der letzte Bienenstock, den wir bauen können, den setzen wir jetzt einfach hier hin. Jetzt müssen wir uns keine Gedanken mehr über Bienen machen. Die Bienen kann ich jetzt, keine Ahnung, verschenken, freilassen... Zum Angeln benutzen. Ich weiß auch noch nicht. Und nächstes Mal wird hier unser Bienenstöckchen sein. Das heißt, wir gehen jetzt hier tatsächlich primär nur noch her, dann wegen unserem... Wegen unserem Bienenwachs, was wir hier bekommen. Und dem Honig natürlich. Dem unglaublich seltenen Honig, der ja fast nie droppt. Ja, siehe Keller und so. Okay, ich räume noch einmal schnell das Inventar leer. Da sind ja wieder ein paar Sachen drin, die da nicht reingehören jetzt. Und ich könnte hier eigentlich gleich wieder, oh, wenn wir schon mal dabei sind. 4, naja, dann haben wir wieder keine Baumstämme. 5. 6. 3 noch, 7. Naja, aufnehmen. Der Baumstamm Nummer 8, ist noch einen und dann haben wir es geschafft. So. 9, fertig, tschüss. Marmor, dafür haben wir gar kein Lager hier. Das kommt da rein, das hier rein, hier rein. Die anderen Sachen müssten jetzt an anderer Stelle untergebracht werden. Aber ganz ehrlich, machen wir nächstes Mal. Oder? Machen wir das jetzt? So.
Hallo? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Biene zerlegt. Ich würde das gerne noch probieren, was wir aus einer Biene machen können. Ich bin neugierig. So viel Zeit muss sein. Und dann gucken wir nächstes Mal, dass wir tatsächlich wieder in den Dungeon gehen. Also in den Dungeon würde ich jetzt tatsächlich relativ oft gehen. Aus, ja, ich glaube, man kann verstehen, warum. Wir wollen einfach gucken. Ich möchte gerne gucken, ihr bestimmt auch, wie gut wir durchkommen. Und es bleibt uns ja letztlich nichts anderes als, warte mal, hier haben wir doch bestimmt noch mal, genau, Herzen, die wir zerlegen können. Im Endeffekt haben wir ja nichts anderes mehr über, als da könnten wir Bienen zerlegen. Würde es hier auch gehen? Ja, das würde auch gehen. Wäre da eine Ressource? Ja, dann zerlegen wir mal kurz eine Biene, ne? Da kriegen wir ein grünes Pulverchen. Dann kriegen wir da sehr wahrscheinlich auch genauso ein grünes, das hier vermutlich, die Ordnungslösung. Das ist falsch eingeordnet. Warum ist das falsch eingeordnet? Aber ja, sehr wahrscheinlich geben dann Bienen. Macht eigentlich auch Sinn. Bienen sind sehr ordentliche Tierchen, die viel rumsummen. Ja, nächstes Mal schauen wir dann vielleicht, dass wir das mit dem. Nein, das passt hier nicht mal rein. Warum? Warum? Toll. So. Bitteschön. Ich darf nichts mehr sammeln. Ich darf eindeutig nichts mehr sammeln. Das ist furchtbar. Was habe ich hier noch? Kriege ich überhaupt die Pilze hier noch? Na, die kriege ich auch nicht mehr rein. Juhu. Ja, dann wäre es mit noch mal ein paar Pilzdingern hier. Mach einfach mal. Hol ich die dann unter. Ja. Ich lege mich einfach schlafen, ne? Also, wir gucken nächstes Mal weiter. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye, bye.